So, da ist er wieder. Der Tornado ist immer noch am Wüten. Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nichts mehr. Ah, er trifft jetzt wieder nach rechts, das ist schön. Komm, geh einfach aufs Wasser und verschwinde. Verpiss dich aus meinem Leben, du hast hier nichts mehr verloren. Komm, trifft er einfach ab. Ist auf dem Wasser, jetzt wird draußen ein Hurricane. Tsunami! Oh mein Gott. Dem ist der Verkehr wichtiger als ein fucking Tornado? Willst du mich ficken? Ist mir egal. Ach, es geht aber auch nicht zurück auf den Tornado. Ist ja hässlich. Komm, verschwinde einfach. Raus aus meinem Leben. Gut, wir haben 900. Boah, wir haben fast 1000 Dollar. Sollten wir die erstmal sparen? Boing. Boing. Alter, 1500. Boah, wir sind reich. Wir sind reich. Und der Tornado ist hoffentlich gleich weg. Komm, verpiss dich. Ja. Der Tornado ist Geschichte. Okay, wir können ein bisschen ausbauen. Die Frage ist nur, was bauen wir aus? Am besten alles ein bisschen. Industrial. Zum Beispiel das Industrial. Was? Achso! Okay. Ah, ich dachte gerade schon, wir sind schon wieder pleite. Ah, das Problem ist für mich, man kann nicht relativ schnell verkalkulieren, weil eine Ding kostet halt bereits 100, ne? Von daher kann man sich da sehr, sehr schnell verkalkulieren. Wire. Nein, wir haben das Ding falsch gebaut. Fuck the shit. Oh. Muss einer weg. Commercial. Sorry. Wire. Oh. Haben wir eigentlich alle Leitungen richtig belegt hier mittlerweile? Ja, hier oben ist alles weiter in Ordnung aus. Da kann man noch Leitung kennen. Ja, ich mache immer praktisch immer zwischen zwei Blocks, immer am äußersten Rand, jeweils zwei Verbindungen. Warum? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boing. Frag mich mal, was Sinnvolleres. Boing. Commercial. Zum Beispiel, warum hier immer noch kein Strom ist. Ach, weil der gar nicht angeschlossen ist. Wire. Oh. Nice. Gut, okay. Gut. Können wir hier mal wieder ein paar Straßen bauen, damit mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Alter, hier unten ist gar nichts. Oh, der macht so gerade am nicht ganz so boomen. Aber die Industrie. Also hier sollte tatsächlich was gebaut werden, bald mal. Rail. Oh Gott, Alter, das wird schon wieder so teuer. Wow, wir haben noch 28 Dollar. Fuck the shit off. Fuck the shit off. Fuck. Auto. Achso, ja, das ist, wenn jetzt irgendwelche Ereignisse entstehen, dass man automatisch. Dass dann das Ding da automatisch hingeht. Und man nicht immer raufklicken muss. Oh, ich hab 130 eingenommen, das ist mal verdammt wenig. Das ist echt verdammt wenig. Ist wirklich wenig. Ah, scheiße. Ich hoffe mal, das ändert sich im Desaster. Oh Gott, einfach hier dieser schwarze Strich der Verwüstung. Interessant. Ich hoffe nur, unsere Dinger hier machen möglichst lange mit. Weil das, wie gesagt, wäre die tiefen Desaster, wenn die abpacken würden. 130, wir können gar nichts machen, wir sind gerade komplett pleite. Industrie möchte noch ausgebaut werden. Ist aber eigentlich genug Platz. Braucht noch mehr Wohnraum für Bewohner, fällt mir gerade auf. Zumindest ist hier gerade hier ein Boom. Ja, Miete, Kriminalität geht sogar, alles andere geht eigentlich. Oh, doch.
Ist eigentlich so relativ nice schon mal. Gar nicht mal so schlecht hier. Wir müssen natürlich erstmal sparen. Ah, Dezember. Okay, hoffentlich kommt jetzt ein bisschen mehr Geld rein. Boing. Wir haben halt hier zu viele Ausgaben, ne? Komm, erstmal hier alles. Wir müssen sparen. Oh, machen wir 25%, das geht. Ach, das kann ich immer erst in der Zukunft ändern. Wow, sehr hässlich. Na gut. Ja, das macht ja auch Sinn, klar. Man kann ja nicht sagen, ihr werdet weniger Geld verdient gehabt haben. Oh, da ist ein. Was? Warum war da gerade ein. Die ganze haben zwei Atomkraftwerke. Wollt ihr mich verarschen? Query. Ja, die sind überhaupt nicht ausgelastet. Low, low. Low, 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 bom, bom. Interessant. So, hier ist es langsam wieder ein bisschen ausbauen. Hier ist komplett tot. Oh, ja, ist gut. Okay, ist im Keller. Ist im Keller. Kalfa-Scheiße. Ach so, ja, haha. Ja, klar, ich habe gerade die Polizei ein bisschen runtergewirkt. Sorry, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Hoffe ich zumindest nicht. Wie gesagt, Straßen darf ich nicht runtersetzen, ansonsten kommen bleibende Schäden. Dann macht nämlich die Straße einfach mal Abgang. Ich meine, funktioniert auch. Weil, wenn man hier keine Verbindung hat, die Straße wächst trotzdem weiter. Ist so ein kleiner Bug, den man auch ausnutzen kann. Weil man hat, Alter, ich weil mit dir, was ich meine. Weil man hat interessiert haben. Kriminalität, was ist denn hier? Ah, sieht schon besser aus, sieht schon besser aus. Na, mal, mal, mal. Wo setzen wir? Ja, lieber nicht. Sonst rennen gleich komplett alle weg. Dann ist alles vorbei. Alter. Oh Gott, sind die Straßen teuer. Boing. Und dann ist immer noch hier Traffic Alert. Also, wie gesagt, mit den Straßen ist echt ein bisschen overpowered. Also, negative Sinne jetzt. Das ist echt, da ist nicht ganz ausgeglichen. Aber gut, das Spiel ist halt, wie gesagt, von 89. Da kann man jetzt noch nicht so viel erwarten. Vielleicht haben wir einfach zu viele Straßen. Kann das sein? Apropos Straßen. Road. Das da macht keinen Sinn. Das da macht keinen Sinn. Nee. Ach, fuck. Bulldozer. Fuck. Wire. Road. Danke. Erstmal gucken, ob hier alle Verbindungen stehen, ne? Okay. Gut, steht alles. Sehr schön. Ah, okay, die Wirtschaft hat gerade einen Boom. Also hier der Markt ist gerade alles im positiven Bereich. Sehr schön. Der Crime ist natürlich jetzt mal ganz hochgegangen. Andererseits, weißt du was, Crime können wir auch mal ganz kurz komplett abschalten. Ich meine, da passiert ja eigentlich nichts. Ja, hier Crime 14%, das ist ein Witz. Komm. Boing. Da gehen wir da mal komplett runter. Crime, wo ist denn jetzt Crime? Fire? Nein, da. Police gehen wir mal komplett runter. Dafür gehen wir hier ein bisschen hoch. Nee. Wenn Erdbeben kommen sollte, können wir immer noch hochsetzen. Aber jetzt erstmal reicht das aus. Hä? Wieso jetzt schon? Hab ich doch gerade erst gemacht. Ach nee, könnte, da bin ich gerade manuell raufgegangen. Das war ja voll manuell und so. So, die Frage ist, was bauen wir noch? Wir könnten jetzt eigentlich die Stadt weiterbauen. Wir haben derzeit 17.000 Einwohner. Das geht, aber ist noch weit entfernt von den 100.000. Allerdings haben wir auch noch Spielraum, was das angeht. Soll ich einfach mal den Schritt wagen und hier noch ein bisschen weiter ausbauen? Oder hier unten lieber erstmal ausbauen? Also. Ich baue am besten erstmal hier aus. Wir müssen allerdings aufpassen,
Jetzt haben wir hier eins, zwei, hier kommt jetzt endlich das Gebäude hin. Aber da kommt ja erstmal noch die Polizei und sowas hin. Ja, siehst du schon wieder Traffic Warnung. Okay, Alter, ist doch nicht übers Witz hier. Das heißt also, wir müssen das Ding freilassen und dürfen erst hier bauen. Oh. Bam. Dann kommt nämlich da wunderbar das Ding hin und dann hat bei mir noch Platz für Straße und Gleise. Residential. Die dann später auch noch folgen werden. Oh. Nur nicht jetzt, sondern erst später. Weil es so teuer. Wobei wirklich teuer ist es ja nicht. Ich muss ja nicht bezahlen. Nur als es kostet halt erstmal 500, ne? Ist halt erstmal ganz schön. Weißt du was, hier kommen runter komplett Feierabend hier. Können wir nämlich erstmal hier alles schön hinbauen. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei. Beziehungsweise können wir trotzdem noch nicht hinbauen, weil es immer noch zu teuer ist. Aber wir können zumindest erstmal hier schon mal die Straßen hinbauen. Und dann auch die Stromversorgung. Stromversorgung legen. Ja. So, jetzt haben die Gebäude da auch Strom. Hier die Verbindung kommt doch nicht, weil die kommt dann ja später hier vor. Ach, scheiße, die Straße ist ja auch falsch. Da kommt ja später noch ein Gebäude hin. Fuck. Wire. Gebäude ohne Strom hier. So, ja, wo bin ich jetzt? Die Straße. Da, da. Und hier vorne kommt die Straße. Perfekt. So, kann das aussehen. Jetzt ist alles wunderbar, alles schön, alles fein. So werden wir echte Römer sein. Hoffentlich sind wir nicht bald wieder pleite, Alter. Wir haben noch 900 Euro. Vielleicht sollte ich jetzt noch nicht zu viel machen, sondern erstmal ein bisschen warten. Macht das Sinn? Macht überhaupt irgendwas Sinn? Macht ich überhaupt Sinn? Macht mein Sinn überhaupt Sinn? Ne, 500. Ah ja. Siehst du, wenn ich hier jetzt einen Erfolg gehabt hätte, da hätten wir gerade mal 27 Dollar eingenommen. Das ist ein Witz. Gut, ich mache erstmal hier ein bisschen Anbindung. So, dann kann ich mir hier noch ein bisschen Marketing hinbauen. Commercial. Road. Industrial. So, ich hoffe mal, das wird das alles ein bisschen ansteigen. 400. Ach, kacke. Hoffentlich war das kein Fehler. Fuck! Residential. Oh. Weißt du was? Hier, komm, bam, bam. Und dann hier an meiner Straße, bam. Bam, bam, bam. Ein Haus kann ich noch Residential. So, ja, lassen wir es mal so. Jetzt müssen wir wieder Geld verdienen. Oh, Alter, Kriminalität steigt weiter an. Das ist natürlich scheiße. Ja, gut, aber wie gesagt, ist ja. Oh, Alter, fuck. Es sind mehr Leute gegen uns als für uns. Das ist natürlich klar. In einer Stadt ohne Feuerwehr, ohne Polizei, wer ist da bitte schön für den Bürgermeister? Aber das wird nicht noch schlimmer. Wir haben jetzt 40-60. Mal gucken, ob das noch schlimmer wird. Boing. Ja, 600. Geil, geil, geil. So muss das laufen, genau so. Road. Oh, jetzt auch noch. Da, das Bulldozer. Bauen wir weg. Gut, ich mache das mal andersrum. Ansonsten sind die Gebäude gleich wieder ohne Strom. Dann mach ich erstmal das Ding dahin. Dann kann ich nämlich das hier abbauen, ohne dass die hier ohne Strom sind. Haben die praktisch Rückkopplungsversorgung. Ne? Wire. Damn it. Traffic Warning, Alter. Ich treffe ich euch gleich mal. Nee, sorry Leute, Straßen ist zu teuer. Also, ja, bei aller Liebe zum Detail, aber ihr fahrt so schon mehr als genug Auto, könnt da mal hier ein bisschen zurücktreten mit euren Scheißgewohnheiten, ne? Müsst ihr ja die ganze Welt verpesten hier. Okay. Genau, hier unten haben wir ein bisschen Industrial. Da Industrial und da ein bisschen Markt. Kann ich jetzt noch ein bisschen darin investieren, hier bei Häuser zu bauen? Die Straße nicht vergessen. Ein Haus brauche ich mal noch, damit ich hier die Strom anbinden kann. Wire. Road.
Perfekt. Boing. Fuck. Boing. So. Residential. Wire. Road. Perfekt. So, jetzt sollten die aufgebaut sein. Oh mein Gott. Ich warte nur auf die nächste Naturkatastrophe. Fuck. Das hier zum Beispiel ist eine Naturkatastrophe. Ist eine Naturkatastrophe. Was? Plane crashed? Wir haben noch nicht mal Flugzeug. Wo denn? Ja, da lass immer krachen im Wasser. Da kann, wenn der Flugzeug abstürzt, der landet wenigstens weich. Ne? Da haben die Leute noch eine gewisse Überlebenschance. Ne? Hauptsache unsere Stadt bleibt verschont. Ne? Das ist alles, was mir wichtig ist. Ich als Bürgermeister habe Sorge über meine Stadt zu tragen und nicht über den Fluss. Stell dir mal vor, ich würde erstmal nach Japan rennen, nach Fuwa. Traffic, wo denn? Da, überall. Oh Gott, wir haben doch das. Digga, wir haben da sogar Gleise. Was sollen wir denn noch hinbauen? Sollen wir da noch vielleicht noch einen Transrapid hinbauen oder was? Die haben doch einen an der Waffel. Das Gleis ist komplett unbenutzt. Ah, gut. Ich könnte hier noch ein Gleis lang bauen. Also, wie viel haben wir gerade eingenommen? Boing. Achso, okay, gut. Boing. Achso, wir haben noch gar nichts eingenommen. Ist jetzt Dezember. Boing. Jetzt haben wir es eingenommen. Oh, ist aber eher wenig, ne? Ist aber eher wenig. Ja, na, ihr. Durch die ganzen neuen Straßen jetzt natürlich. Alter Gott, ist alles teuer. Ach, ist das scheiße, Alter. Na gut, geht halt nicht anders, ne? Was wollte ich jetzt gerade machen? Gleise bauen, ne? Nee. Erstmal da oben. Road. Oh, haben wir da schon mal ein bisschen Konsortium am Arsch? Crime Alert, Alter, ich crime nickel mal in den Arsch. Der Markt, aber hier ist doch bereits alles frei. Was soll die noch haben? Ein Ziel, wo ich noch hinbauen kann, ist unten. Da. Road. Bitte schön. So. Mehr Zugeschäftnisse geht erstmal nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier noch runterbaue, ein paar Gebäude baue. Also jetzt hier, weiß schon, hier für Bewohner. Nur ich weiß nicht, wie das Verhältnis am besten ist zwischen den Wohnungen und dem Industriekack hier. Vielleicht hole ich hier noch ein paar Kleinsiedlungen hin. Wäre das eine Option? Ich weiß nicht. Hatte ich immer so zweimal Scheiße. Bulldozer. So zweimal zwei, weißt du? Residential. So frei nach dem Motto. Rail. Nein, das Wire. Wollte ich. So, jetzt brauchen wir natürlich auch Straßen, ne? Ganz klar. That makes sense. Nein! Bulldozer. Fuck the police. Bulldozer. Nein. Was da? Was war der jetzt? Achso, kann ich nicht mehr bauen. Oh Mann. Ah, wir haben wieder mehr Zuspruch als Abspruch. Wie das in so einer Stadt funktioniert, ich habe keine Ahnung, warum uns mehr Leute mögen als uns hassen. Also hier in so einer Stadt müssen uns eigentlich alle hassen. Ich meine. Die liegen jetzt garantiert alle mit 80 Grad im Bett mit Fieber, also weil die Krankenhäuser alle geschlossen sind. Aber gut, uns leben trotzdem alle. Kommt mir gerade vor wie in, weiß nicht, in Amerika. Ja, müsst ihr alle euch privat versichern, ne? Residential. Ne, wir machen das mal hier unten. Lars, kein Sturm? Ja, jagt's ja wohl.
Nein. Strom kostet extra. Bulldozer. Klappe. Road. So, jetzt müssen wir eine Straße bauen, bis bewohnt wird. Also das hier sieht jetzt hier echt provisorisch aus. Sieht aus wie so ein Slum einfach. Na ja, gut, das willst du machen, ne? Road. Nein! Was habe ich getan? Bulldozer. Road. Wir haben noch 100. Wow. Langsam. Erinnert sich. Das. Ein Scheißchen. Und pleite. Sorry. Bulldozer. Boing. Yay, wir haben wieder Geld. Jetzt wird alles gut. Road. Boat. Oh, das hier wird eine schöne Schnellstraße. Residential. Damit dann hier gleich mal die nächsten Gebäude angebunden werden können. Oh. Hey, Moment, aber ist richtig? Ja, doch, ist richtig. Hey, Lappe zu. Affe tot. Sorry. Nein! Wir sind schon wieder pleite. Das kann doch gar nicht sein. Leitungen? Ich hab nicht mal mehr gleich Leitungen. Fuck the shit. Fuck the police. Fuck all. Fuck everything. Gut. Feierabend aus. Ende. Wieso? Schau mit V. Leite hier.